Guten Tag, liebe Damen und Herren. Wir schauen uns heute das Spiel Overwatch an. Overwatch ist ein sogenannter Ego-Shooter, auf Deutsch Ego-Schießer. Wie der Name vielleicht schon sagt, schießt man hier sein eigenes Ego ab. Das klingt vielleicht brutal, ist es aber auch. Man trifft hier also sein eigenes Ego und man muss versuchen, dieses zu erschießen. Da dies sehr unglaubwürdig klingt, schauen wir uns das Spiel heute im Detail an. Als allererstes spielen wir den Helden D.Va, geschrieben D.V.A. Sie ist eine professionelle Computerspielerin in diesem Universum. Dabei hat sie das in dem Universum bekannte StarCraft 2 gemeistert und ist dort der ungeschlagene Sieger vieler Dinger. Und so. Und deswegen dachte ich, dass dies ein guter Ansatz ist, um dieses Computerspiel zu verstehen. Eine wichtige Aufgabe ist hier in diesem Spiel, seine Ziele zu erreichen. Das Ziel ist hier meistens ein bestimmter Punkt, Lebenspunkt in seinem Leben zu erreichen und einzunehmen und zu festigen. Dann hat man in diesem Spiel zumindest einen Teilpunkt geschafft. Aber natürlich gibt es auf dem Weg auch immer Feinde, die einem im Weg stehen. Aber man hat auch Freunde. Doch auch diese versagen manchmal, einem zu helfen. Allgemein kann man sagen, dass man ohne Freunde sein Ziel nicht erreichen kann. Vielleicht gibt es manchmal Ausnahmen, wo dies der Fall ist, aber das ist nicht Selbstverständlichkeit. In diesem Computerspiel gibt es vielerlei Helden, sogenannte Helden. Einen davon spielt man. Diese Helden sind aufgeteilt in vier Kategorien. Einmal die sogenannte Tank-Klasse. Diese Heldenklasse ist darauf spezialisiert, widerstandsfähig zu sein. Dafür haben sie aber nicht so viel Damage, was hier die Durchsetzungsfähigkeit darstellt. Außerdem gibt es noch die Supporter-Klasse. Dort sind die Menschen, die Freunde versammelt, die darauf spezialisiert sind, anderen zu helfen. Meistens haben diese die gleichen Ziele oder ähnliche. Und deswegen helfen diese. Wie wir hier sehen können, haben wir unser Ziel nicht erreicht. Das Gegenteil ist fast der Fall. Aber wenn man, wo einer versagt,
gewinnt der andere. Denn wenn wir hier verlieren, dieses Ziel, dieses Lebensziel nicht erreichen, erreicht es ein anderer. Jedoch sollte man nicht aufgeben, denn wie man hier sieht, auch wenn es mal schlecht aussieht, kann man sein Ziel immer noch erreichen. Und das ist ja alles, was zählt. In diesem Spiel gibt es auszusehen die Kategorie, die Heldenkategorie Offensiv. Dort sind offensive Charaktere versammelt. Diese sind sehr, sehr durchsetzungsfähig, dafür aber auch sehr zerbrechlich. Daher brauchen sie ausschließlich auch die Hilfe von Supportern. Hier sind wir jetzt in einer sehr spannenden Lage gekommen, denn es gibt immer zwei Teams, das heißt zwei Parteien. Und jede Partei will ein Ziel, ein gleiches Ziel erreichen. Und nun weiß man natürlich nicht, welches Ziel hier wer dieses Ziel erreicht hier. Doch wie es aussieht, werden wir unser Ziel, unser Lebensziel hier nicht erreichen. Dafür aber ein anderer, wie schon erzählt. Es ist ein Kreislauf. Wenn einer sein Ziel nicht erreicht, dann jedenfalls jemand anderes und diesen kann man dann auch unterstützen. Auch gibt es die Heldenklasse defensive Helden. Dort sind alle Helden, die eher defensiv sind. Das bedeutet, sie sind standhaft, aber auch gebrechlich. Wenn sie einmal eine Entscheidung gefasst haben, dann setzen sie diese auch durch. Jedoch sind diese nur manchmal nützlich. In vielen Situationen ist es nämlich nicht angebracht, standfest zu sein. Denn dann kann man meistens nicht vielseitig denken. Dann hat man nur eine Meinung. Und wenn diese falsch ist, dann ist das natürlich auch doof. Deswegen ist ein Mischmasch von all diesen Klassen am nützlichsten. Also zwei Tanks, zwei Supporter und zwei sogenannte DPS. Also welche, die sich durchsetzen können. Eine sehr gute Kombination aller Helden. Denn so ist man durchsetzungsfähig, jedoch kann man auch sich durchsetzen, standhaft ist man, etc. Man hat also alle Vorteile aller Heldenklassen kombiniert. Und das ist ja etwas, was man haben will. Hier haben wir die Rarität Doppelkill erreicht. Ein sogenannter Kill ist ein Tod. Man hat also einen Gegner, zwei Gegner auf einmal erledigt. Wie man natürlich weiß, man will natürlich immer seine Gegner besiegen, seine inneren Feinde.
Hier sehen wir, die Lage sieht jetzt nicht so gut aus. Die Gegner haben schon einen Punkt erreicht, ein Teillebensziel. Und wir sind noch nicht mehr annähernd an diesem Ziel dran. Aber nicht aufgeben, denn es kann sich alles in letzter Sekunde noch ändern, wie man hier sieht. Und schon haben wir wieder die Möglichkeit, unser Lebensziel zu erreichen. Auch wenn es noch unwahrscheinlich scheint. Unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Egal wie stark die Gegner auch aussehen mögen. Probieren geht über Studieren. Nicht sofort aufgeben. In diesem Spiel gibt es außerdem sogenannte ultimative Fähigkeiten, mit der man, was eine mächtige Attacke ist, mit der man viel, viel erreichen kann. Jedoch hat man diese nicht immer. Daher muss man abwägen, wann man diese einsetzt. Jedoch, jedes Leben hat einmal sein Ende. Egal wie hart man kämpft, manchmal erreicht man sein Lebensziel nicht. Doch das ist nicht schlimm. Auch wenn man sein Lebensziel nicht mehr erreichen kann, kann man sich immer noch andere Lebensziele auswählen und versuchen, diese zu erreichen. Einen besseren gibt es meistens immer. Hier visualisiert durch das Highlight des Spiels. Wie man in diesem Spiel lernt, ist Durchsetzungsfähigkeit, also Schaden an Gegnern, nicht das Wichtigste. Man muss auch andere Menschen unterstützen können auf ihren eigenen Wegen und Lebenszielen. Egal wie man diese auch unterstützt. Jede Art von Unterstützung ist gerechtfertigt. Deswegen sollte man auch nicht davor zurückschrecken, auch mal einen Unterstützer zu spielen. Also einen Heiler in diesem Computerspiel. Auch wenn man die Gegner dann nicht immer besiegen kann, man kann anderen dabei helfen, diese zu besiegen. Wie man sieht, auch ohne Unterstützung haben wir den Zielpunkt hier einnehmen können. Auch wenn es mal brenzlig wird, man hat auch immer Fluchtmöglichkeiten. Immer geheime Nischen, wo man sich verstecken kann. Falls man es nicht schafft. Falls man mal fliehen muss. Auch wenn man mal fliegt, was hochkommt, muss auch irgendwann runterkommen. Egal, wie man spielt. Sein Ziel zu erreichen, ist nicht alles. Man sollte sein Spiel auch genießen können. Auch wenn man es genießt,
zu gewinnen. Ein gutes Spiel heißt noch lange nicht, dass man erfolgreich ist, dass man viel erreicht hat. Und wechseln Sie. Auch wenn einmal die Sprüche ausgehen, man sollte nicht aufhören, so zu tun, als wenn man weiter kluge Sprüche abgibt. Denn kluge Sprüche sind nichts weiter als Worte. Und Worte hat jeder, kann jeder anwenden. Worte sind einfach Worte. Auch wenn man mal verliert, an einem selber liegt es nie. Denn man selber ist immer der, der das Ziel erreichen will. Geschwindigkeit ist in diesem Spiel ein wichtiger Faktor. Alles dreht sich um Zeit. Wenn man alles genau nimmt, sieht man, dass alles in diesem Spiel sich um die Zeit dreht. Wer kann schneller sein Ziel erreichen? Wer kann schneller sterben? Am besten ist es, wenn man als Supporter noch einen anderen Supporter hat. Dann kann man sich gegenseitig unterstützen. Beide als Supporter. Egal was man macht, manchmal wird man einfach runtergestoßen. Vom Leben. Mancher braucht ein Genji eben Heilung. Auch wenn einem mal wieder die klugen Sprüche ausgehen, die überhaupt nicht klug sind. Solange man denkt, dass sie klug sind, dann sind sie auch klug. Auch wenn man mal denkt, dass man unfair behandelt wird. Alles hat seine Ordnung. Alles hat seine Berechtigkeit. Das Leben ist eben unfair. Nicht alles kann gerecht sein. Nicht jeder ist gleich und wird deswegen wird auch niemand gleich behandelt. Hier war ein gutes Beispiel dafür. Auch wenn man eine sehr starke Attacke hat, wo man denkt, ja, damit werde ich etwas erreichen können. Dann denkt auch immer daran. Es ist nicht immer so. Es läuft nicht immer so, wie man es sich das vorstellt. Es kann immer sein, dass alles in einem Bruchteil einer Sekunde durch McCree zunichte geht. Natürlich ist dies nicht immer gerecht. Das wird es wohl nie sein. Auch wenn man mal denkt, eigentlich sollte man schon alle Punkte, sein Ziel längst erreicht haben. Man denkt immer daran, nee, es gibt auch mal einen besseren. Man ist nie der Beste. Man wird nie der Beste sein.
Aber wie so oft schon gesagt, man darf nicht aufgeben. Man kann sein Ziel immer erreichen. Irgendwie erreicht man sein Ziel immer. Außer dass ein Junkrat, der einen tötet. Aber das macht nichts. Niederlagen bringen einen auch weiter. Denn aus Fehlern lernt man. Außer man ist dumm. Und daher beenden wir für heute die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.